Am 24. November finden in Taiwan Wahlen statt. In ganz Taiwan können die Bürger dann ihre Bürgermeister, Stadtparlamentarier oder auch Gemeindevorsteher wählen. Auch die Kandidaten oder Kandidatinnen, die sich für die Position des Gemeindevorstehers bewerben, sind seit Wochen fast täglich auf den Straßen ihrer jeweiligen Gemeinde zu sehen, wo sie die Bürger auf sich aufmerksam machen wollen. Sie stehen an den Straßen, winken, stellen sich mit ein oder zwei Sätzen vor und verteilen kleine Wahlgeschenke. Ich habe mit drei Kandidaten in verschiedenen Gemeinden gesprochen, um mehr über den Wahlkampf eines Gemeindevorstehers zu erfahren. Zunächst wollte ich wissen, was sie überhaupt dazu gebracht hat, zu kandidieren. Dazu sagte der Kandidat Guo Shenyang: Ich bewerbe mich als Gemeindevorsteher, um für die Umgebung und die Sicherheit unseres Lies einzutreten. Denn ich bin ja selber von hier und möchte mich für diese Gemeinde einsetzen. Ich war tatsächlich schon mal 29 Jahre als Gemeindevorsteher tätig, habe bei der letzten Wahl aber verloren. So trete ich jetzt noch einmal an. Ich werde hier unterstützt von Freunden, die sich freiwillig mit mir an den Straßenrand stellen, um mich zu unterstützen. Da wir schon zweimal eine schwere Überschwemmung erlebt haben, ist es aus meiner Sicht das Wichtigste, das Wasser zu kontrollieren. Tatsächlich haben die Leute, die hier im Erdgeschoss wohnen, schwer unter diesen Überschwemmungen gelitten. Auch ich selbst war davon betroffen. Daher ist es sehr wichtig für unsere Dahu-Gemeinde, das Wasser aus den beiden Flüssen und den Bergen zu kontrollieren. Und der Kandidat Chen Wenzhong: Es gibt zwei Gründe. Zum einen denke ich, dass die Dienstleistungen in unserer Gemeinde im Vergleich zu anderen Gemeinden in den letzten Jahren immer weniger geworden sind. Zum Beispiel Aktionen, um das Recycling zu fördern. Oder es fehlt uns auch an einer Nachbarschaftsstreife, die Diebe abschreckt. Der zweite Grund hat mit der Demografie zu tun. Unsere Gesellschaft ist jetzt schon alt, doch in einigen Jahren wird die Situation noch ernsthafter werden. Dadurch wird der Druck auf die Jüngeren immer größer. Ich möchte helfen, dass dieser Druck auf die jüngere Generation gemildert wird, indem ich eine Betreuung der älteren Menschen durch die Gemeinde einrichte. Mit Hilfe der Gemeinde sollen dann Senioren in allen möglichen Situationen betreut werden. Außerdem ermutigt die Regierung die Bevölkerung immer wieder dazu, mehr Kinder zu kriegen. Aber tatsächlich sind die Plätze in den öffentlichen Einrichtungen viel zu wenig. Bei der Kandidatin Hong Mei-hui war es ein konkretes Ereignis, das sie das erste Mal dazu bewogen hat, sich zu bewerben. Angefangen hat es bei mir damals wegen eines Vorhabens der Zichi Foundation. Sie wollten damals im Naturschutzgebiet von Nehu ein Zentrum für ihre Organisation errichten. Das wurde von der Bevölkerung hier aber abgelehnt. Tatsächlich ging es da schon seit 20 Jahren immer hin und her. Ich dachte mir, dass man als Gemeindevorsteher doch etwas Einfluss hat. Und so habe ich vor 4 Jahren das erste Mal kandidiert. Gerade zu dieser Zeit berichteten die Medien sehr viel über die Zichi Foundation und einige ihrer Probleme. Und so wurde auch diese Angelegenheit an die breite Öffentlichkeit gezogen und letztendlich nach einem halben Jahr in meiner Amtszeit gelöst. Das Vorhaben wurde abgelehnt. Aber danach habe ich dann weiter überlegt, was ich als Gemeindevorsteher dazu beitragen könnte, das Leben in unserer Gemeinde zu verbessern. Egal, ob es zum Beispiel um das Zusammenleben, die Natur oder Kunst geht. Kurz gesagt, ich versuche, die Gemeinde entsprechend meiner Ideale zu formen. Zur Erklärung, bei der Zichi Foundation handelt es sich um eine internationale, gemeinnützige, humanitäre, buddhistische Hilfsorganisation. Als nächstes wollte ich wissen, wie wichtig die Parteizugehörigkeit und die Ideologie der jeweiligen Partei ist. Dazu sagt der Kandidat Gore: Bei der Arbeit des Gemeindevorstehers wird eigentlich nicht zwischen Grün und Blau getrennt, aber ich selber bin in der Kuomintang. In Bezug auf die Arbeit eines Gemeindevorstehers ist die Parteizugehörigkeit unwichtig, aber es gibt einige Kandidaten, die in der einen oder der anderen Partei sind. Der Kandidat Chen sagt Ähnliches, weist aber noch auf eine Besonderheit seiner Gemeinde hin. Ob ein Gemeindevorsteher einer Partei zugehören muss, hängt ein bisschen von der jeweiligen Wählerschaft ab. In dieser Gemeinde wohnten ursprünglich zum größten Teil Soldaten, die noch aus China stammten. Daher war diese Gemeinde ursprünglich blau.
Doch viele dieser Soldaten sind aus verschiedenen Gründen im Alter hier weggezogen. Und seitdem sind ganz verschiedene Menschen hierher gezogen, sodass diese Gemeinde nach der letztjährigen Statistik fast zur Hälfte grün und zur Hälfte blau ist. Was den eigentlichen Dienst für die Gemeinde angeht, ist es eigentlich unwichtig, ob man jetzt zur Kuomintang oder zur DPP gehört. Es gibt ganz wenige Personen, die mich fragen, zu welcher Partei ich gehöre. Doch ich sage immer, dass ich parteilos bin. Da die Kandidaten fast immer auf den Straßen unterwegs sind, laufen sie sich zwangsläufig immer mal wieder über den Weg. Auf die Frage, ob es mal zum Streit zwischen den Kandidaten kommt, sagt Herr Gor: Nein, wir Kandidaten sind ja alle aus der gleichen Nachbarschaft und kennen uns. Während des Wahlkampfes konkurrieren wir einfach auf faire Weise, indem wir unsere verschiedenen Ansichten und Ideen, wie wir der Gemeinde dienen können, zum Ausdruck bringen. Aber Streit gibt es nicht. Und Herr Chen? Der andere Kandidat ist schon seit über 20 Jahren Gemeindevorsteher. Wenn wir uns begegnen, streiten wir uns nicht, aber wir begrüßen uns auch nicht. Aber wo stellen sich die Kandidaten hin, um auf sich aufmerksam zu machen und wann? Dazu erklärt Herr Chen: Die Orte, an denen man sich vorstellt, muss man schon gut auswählen, zum Beispiel vor der Grundschule oder vor der U-Bahn-Station. Dabei muss man auch die Zeit beachten, in der es Sinn hat, dort zu stehen. Vor der Grundschule ist ungefähr 7.15 Uhr eine gute Zeit, während für die U-Bahn-Station etwa 7.30 Uhr gut ist, wenn man die etwa 20-jährige Bevölkerung treffen möchte. Selbst die Kandidaten für die Gemeindevorsteher machen Fahnen, Poster, Flugzettel und so weiter und verschenken sogar kleine Wahlgeschenke. Herr Chen und Frau Hong erklären, woher das Geld dafür kommt. Normalerweise muss man seinen Wahlkampf selber finanzieren, doch ich habe das Glück, dass mich meine Unterstützer finanzieren. So muss ich mir darum keine Gedanken machen. Was die Wahlgeschenke angeht, darf ein Geschenk nicht mehr als 30 Taiwan-Dollar kosten. Ich verwende als Wahlgeschenke Taschentücher, Zahnseide und Mundschutze. Wir haben keine Rechte, keine Verantwortung und auch kein Gehalt. Es gibt eine Unterstützung für den Wahlkampf, und zwar wird geschaut, wie viele Stimmen ich nach der Wahl erhalten habe. Pro Stimme bekomme ich dann 30 Taiwan-Dollar. Wenn ich also in der Wahl 1500 Stimmen bekomme, dann bekomme ich einen Zuschuss von 45.000 Taiwan-Dollar. Vor der Wahl bekommt man kein Geld. Deshalb habe ich ein Konto eröffnet, auf das Wähler, die mich unterstützen möchten, Geld als Spende überweisen können. Über diese Spenden und wofür ich das Geld benutzt habe, muss ich genau Buch führen. Herr Chen hatte nach unserem Gespräch noch darauf hingewiesen, dass es im Wahlkampf zwar immer noch viele Aktionen auf der Straße gibt, diese aber aufgrund der Nutzung der sozialen Medien zurückgehen. Und Frau Hong ging tatsächlich darauf ein, wie sie selbst zum Beispiel die App Line verwendet. Wenn man dies scannt, kann man sich mit meinem Line-Konto verbinden. Früher musste man natürlich zum Beispiel Poster, Flugblätter und so weiter verwenden. Doch mit der heutigen Technologie hat man eben andere Möglichkeiten. Mit Line kann ich direkt mit den Wählern Kontakt aufnehmen, um die eigene Wahlbotschaft zu verbreiten, auf Veranstaltungen hinzuweisen oder andere Informationen weiterzureichen. Zum Schluss wollte ich noch von Frau Hong wissen, ob es hin und wieder noch Vorbehalte gegen sie gibt, weil man denkt, dass gewisse Aufgaben nicht für sie als Frau geeignet sind. Mein Gegenkandidat, der selbst vorher schon lange Zeit als Gemeindevorsteher tätig war, weist öfter darauf hin, dass er bei gewissen Tätigkeiten selbst Hand anlegen kann, weil er ein Mann ist. Es kann vielleicht sein, dass ich gewisse Sachen aus körperlichen Gründen wirklich nicht machen kann. Aber ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist. Er kann natürlich auf diese Weise darstellen, dass er etwas tut. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit kommt es eher darauf an, sein Wissen anzuwenden und mit anderen zusammenzuarbeiten. Wenn es wirklich